Jo Freunde, hier ist euer Natus und ich bin heute wieder Last Place in Last Place Kitchen. Wir haben ein hübsches Sägewerk entdeckt. Guckt mal mit. Das wird eine lustige, spannende Sache. Ein Riesending. Riesengelände. Als erstes flog mich der Weg hier rein und da hinunter. Hübsches Geben. Hier, wer noch ein paar unter Druck stehende Gasflaschen braucht. Aha. Die gibt es hier. Ja, mit Effekt. Also im Ernst, sehr witzig. Ich meine es echt. So, weiter geht's. Sehr schön hier mit Licht und Luft und sonnendurchlässigen Sonntag, also ich denke, das ist eine sehr schicke Wohnung hier. Hier ist noch Eis gefroren. Hast du es? Ah, da sieht man schon die verdächtige Leiter. Lässt sich das ganze Ding nämlich noch bewegen. Das ist hier die Bremse von der Wasserkraft. Seht ihr das? Sehr fett. Also hier haben wir die Wasserkraft, Stromerzeugung. Die Bremse habe ich euch gerade gezeigt. Sehr fett. Und jetzt geht's weiter hier. Fließband. Steht noch Stroh rum. Sehr fein. Ja, hier ist die Presse. Das ist eine konventionelle Strohpresse. Ja, genau, hier wird Stroh gepresst. Behauptet man sich? Ist ja, das stimmt. Das wird gut sein. Hier kann man sich. Und ich wiege hier angeblich 73, 74. Das ist aber Quatsch. Das ist ja hier gelogen. Also, das Coole ist, wie es hier beginnt zu rauschen. Ui, ja, hier geht's weiter. Das ist aber Sport, was? Ja. Doch keine Sauna. Was wurde hier gebaut? Ja, was? Das frage ich mich auch. Na hier, guck, das ist eine Drehbank, ist das. Hier seht ihr das Exemplar einer wunderschönen Werkstattpresse. Und da kann man hier noch jemanden, den man nicht mag, pressen. Hier unten seht ihr die Bewegung. Hier rauscht. Und zwar kommt es. Sehr fett. Cool. Sehr schick. Hier ist da ein Schürofen und ein mega fetter Schornstein. Hier kann man nochmal, wer ein Sägeblatt braucht, fündig werden. Sehr abgefahren. Da sind noch ein paar einzelne Sägeblätter vorhanden. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Protest! Lügenpresse! Verräter! Volksverräter! Ah, was heute haben die noch so schönes? Weg muss er! So! Also hier kann man noch alles wunderschön bewegen. Ja, sehr schön. So ihr Lieben, Feuer gemeldet. Ich habe alles dabei. Sehr schön.
Ja, hier gibt es ein kleines, klitzekleines Deckenproblem. Aber ansonsten ist es hier ein hübsches, hübsches Räumchen, muss ich sagen. Seht ihr das ja? Ja. Geht's ins Dachgeschoss. Jo. Das war mal, oder ist mal, ja, ist mal gewesen, eine hübsche Werkstatt. Sehr schön. Gehen wir gleich mal in den nächsten Raum. Ah, hier haben wir wunderbar eine Kreissäge. Ah, eine sogenannte Bindemaschine. Bevor ich mich dahin bewege, zeige ich euch noch diesen coolen Schrank. Wer möchte den zu Hause haben? Die Werkstattbank, ein bisschen Petroleum, andere Chemikalien, jo. Das passt schon. Nice. Und ja, da muss man hier diese abgefahrene Bindemaschine reinziehen. So ein Gerät habe ich ja noch never in life gesehen. Oder zumindest nicht bewusst. Vielleicht irgendwo im Museum. Schickes Teil. Sehr cool. Wenn die Stifte nicht da sind, dann musst du alles selber machen. Das sage ich ja. Das ist Scheiße, ist das immer dasselbe. Sehr cooles Holzfass hier. Die Abluftanlage. Und noch ein paar weitere Holzfässer. Sehr cool. So, jetzt leider schon gibt es schon ein paar Verluste. Und hier sieht's gut aus. Also Freunde, wenn ihr noch irgendwie Ersatzteile braucht, boah, Schrauben. Räder. Hier werden alle Werkstatträume, hier oder nicht, wir alle Werkzeug, ach was weiß ich, Handwerker, wie auch immer, werden hier glücklich. Na, hier gibt es aber noch einiges zu finden. Schicki, schicki. Kugellagerfabrik. Ist noch nichts weggekommen. Wenn das irgendwo mal ein bisschen schöpfer liegt, das kennen wir ja. Ist alles noch da? Wir haben sie. Also hier könnte man so einen schicken Cashbehälter hier draus basteln. Was man hier so sieht. Fällt dir das auch so ein? Ja, ist auch ja. Das. So hier sind so schöne. Guckt euch das an hier. Hier wären Werkstatträume wahr, würde ich sagen. So. Jetzt lassen wir das Fabrik. Gelände hinter uns. Und hier ist noch ein Wohngebäude. Hier finden wir jede Menge Abrechnungen. Sie gucken, was die Sabine gekriegt hat. Also der Jörg hat 1450 gekriegt, okay. Der Peter 1409. Und die Sabine, die hat richtig abgesahnt mit 2100 Euro. Ja, das war bestimmt die Ische vom Chef. Aber frag mal einen Reinhold Lütz, das muss der Chef sein hier. Sabine und Lütz, ja. Der hat 2,8. So naja, sind ja auch die beiden Nachnamen, also sind die verheiratet. Ja. Den hat vielleicht die Bude gehört. 2,8 netto ist doch schon mal was, ne? Ja.
Wir okay. veröffentlichen hier Gehälter. Drüben hast du die ganze Vorlage. Von 98, ja. Naja, das. Immer wieder das gleiche Summe, ne? Also, wir sind hier im Wohnhaus. Mit vielen, vielen Büro. Mit Ordnern. Roto, Schriftverkehr. Lüfterscheine, Bestellungen. Ach nee, oder was ist das für Scheine? Meine Fresse. Brauchst du noch was? Nein, damit. Wenn man gar nicht mehr geht, wenn ja. die Pfoten nicht mehr krumm kriegst, kannst du das noch hinten reinschieben. Jetzt haben wir noch was von 58. Bitten, die Weihnachtszuwendung. Könnt ihr sehen, was die Leute gekriegt haben? Ja. In D. Nee, was? In, doch in DM. Nach wie vor verheiratet. Witwer ja. gilt als ledig. Doch, da kriegt er weniger. Das ist Pech. Ja, 95 Schmark hat der Betrieb sich das kosten lassen. Sehr fein. Hier noch handschriftlich. Abgefahren. Schön sauber geschrieben hier. Von 1973. Ja. Die sind genau alle Größen dabei. Ich habe welche mit. Na du, du wolltest eine große Runde hier. Das ist ja wirklich neue. Geil. Wie neu. Mit Probieren und ohne gibt's die. Das sind Cowboy-Deppen. Was gibt's noch? Das sind richtig schöne Gummistiefelschuhgröße. Ja. 44. Das ist nicht da, aber ich würde sagen 42. Das könnte deins sein, hier. Ja, Moment. Jacke hast du hier noch eine schöne, die Winterkutte, guck. Dann nimmst du eine Gummijacke mit hier vom so. Rum. Und hier hinten gibt es noch mehr Klamotten. Ja. Das sind die Bettdecken. Ja, naja, wie es halt so ist, ne? Also was man natürlich im Video nicht sieht, ist der angenehme Geruch. Rein, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Darf ich Ihnen das erste unser Prospekt anbieten? Und dann zeige ich Ihnen am besten mal erstes unsere Topmodell, ja. die Wendeltreppe. Das ist natürlich schon. Haben Sie sich schon sehr für die entschieden? Wir haben hier okay. sehr schöne Modelle. Das ist das Modell Slim. Slim? Das ist schmal, ne? Mhm. Vom Parkett. Oh, schön. Ja, und im Nachbarraum kommen wir dann zu den Türen. Okay. Da möchte ich Ihnen bitte unser Topprodukt vorstellen. Schauen Sie hier. Sehr stabiles Modell. Und. Sehr platzsparend. Ja. Geräuschsparend, öffnen, schließen und dann, es verschwindet quasi, es ist nicht mehr sichtbar. Sehr schön, gefällt mir. Da haben wir noch die ganze. Okay. Eichdünkel. Das ist was für das klassische Publikum. Mhm. Hier muss man sagen, das muss gefallen, dann fällt man es ein. Sehr schön. Ja. Ja, ich nehme es dann, fangen Sie es mir ein. Und hier drüben, ui. Da brauchst du noch Türen, oder? Ui. Aber bitte, die sind OVP sind die. Weiß. Ja. Birke. Also das. Eiche, hier, du hast hier alles. Das ist Birke hier. Alles das Schöne. Das sind ist super Türen. Das sind die sind komplett. Die sind auch schön gerade. Also. Das kostet alles noch Geld, mein Freund, wenn man das, aber das sich kauft. Ist, dass du guck mal hier, so, die Tür ist ja fertig, ne? Schlüssel ist ja, da. Ja. Müsstest du jetzt nochmal bitte sauber machen. Mhm. Aber mhm. ansonsten ist alles. Ich habe auch Eiche. Ich habe nicht nur Birke, ich habe auch Eiche. Guck ja. Oh, oh. Voll die massiv, die? Oder? Ach, die ist aber hallo. Die ist ja mal geil. Freundchen ist die massiv. Also, wir fahren euch nicht. Es wird höchstens schwierig, jetzt noch gleiche zu finden, aber. Ist ja echt verrückt. Vollkommen verrückt. Ich habe hier noch ein Top-Laminat. Mhm. Man müsste jetzt mal drüber wischen, aber. Ja. So. Wirklich geil. Genug gespaßt. Was ja. hat es mit dem Schreibtisch zu tun? Sehr geil. Ihr seht, dass ihr nichts seht. Sehr fein. Hab ich auch noch nicht gemacht. Solchen fetten, geilen Strohballen hier. Rumzuspringen. Sehr schön. Eine schöne Rüttelmaschine von Kretzig und Söhne. Ja, ja. Und hier noch ein. Schicker Waschtisch. Sehr, sehr cool. Und alles vor Gott.
rein. Wo rein? Hier? Ja, oder? Wo rein? Wo rein? Beautiful. Juhu! Noah Cup heute. Noah Cup heute. Oh, das sah gut aus. Guck mal, wie die reingefahren kann, Franz. Yeah. Ja. Ich fahr mit, warte. Ich gebe einen Schwung. Kopf einziehen. Jetzt kommt da die Weiche, pass auf, halt dich fest. So, Kinders, das war unser Last Place Besuch heute hier in der Holzfabrik, Sägewerk. Hier haben wir noch ein kleines Andecken. Ja, auch in der Holzfabrik muss gerechnet werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bleibt mir treu, abonniert den Kanal, guckt euch noch ein paar andere Videos an. Und ja, dann bis bald mal wieder.